Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Engineers. Wie ihr schon hört, im Hintergrund habe ich jetzt Musik an. Von wem ich die Musik habe, ist Circle of Alchemist. Alchemist, so. Und könnt ihr mal einfach mal sagen, ob ihr es so gut findet quasi, ob es jetzt mit Hintergrundmusik auch nochmal ein bisschen besser ist vielleicht. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ich es so beibehalten soll oder nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Sound jetzt wirklich richtig stimmt so, weil ich habe jetzt gerade schon etwas probiert, da war es zu laut und war es wieder zu leise und ich habe hoffentlich jetzt den Mittelpunkt gefunden quasi. Ja, heute kommt mal kein Update-Video, sondern es kommt jetzt ein Update-Video-Let's Play quasi. Ich werde das Update, was wir jetzt gestern hatten, also Donnerstag quasi, wird jetzt alles in der 1 jetzt erstmal kommen, weil dieses Update, was jetzt gestern rauskam, ist sehr, 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 sehr klein. Ja? Und zwar, das erste zeige ich einfach mal hier. Unser Charakter, der bewegt sich jetzt anders. Also die Animation wurde überarbeitet, auch wenn er jetzt rennt hier zum Beispiel, sieht jetzt anders aus. Ja. Okay. Und jetzt so zum Beispiel sonst, wenn er jetzt mal mit dem Jetpack geflogen ist, hat er sich hier nicht bewegt. Aber jetzt, wenn man hier so fliegt, bewegen sich die Füße, die Beine. Ja. Okay. Das war das quasi. Das Update. Und zwar das nächste. Ja, ich hab's sofort. Und zwar. Ach, da. Wir können das auch einfach mal aufbauen. Was nehme ich denn da jetzt dafür weg? Ja, das. So. Oh Gott, wie niedlich. Wie klein. Ich hätte es mir größer vorgestellt. Okay, was brauchen wir da für interne Panzerung? Ich baue das einfach mal schnell. Interne Panzerung. Müssen wir noch irgendwas haben? Da haben wir was. So, ich muss mal kurz gucken. Da hinten ist die Öffnung. Das heißt, wir bauen das einfach mal hier ran. Ja? Hallo? Ach, jetzt. Okay. Okay, drehen wir es da einfach mal so. Was brauchen wir dafür? Herstellungskomponenten, Anzeiger und Motor. Okay, das können wir wieder wegpacken. Motor. Ne, Motor brauchen wir keine 100 Stück. So, ich nehme einfach mal 10 mit. Computer brauchen wir 20 und Anzeiger brauchen wir 8, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Müsste so in dem Dreh sein. Ach, Herstellungskomponenten. Ach. Was habe ich denn jetzt damit genommen? Computer, wa? Ne, Computer? Herstellungskomponenten. Haben wir gar nichts mehr. Dann müssen wir schon produzieren. Gibt's nicht. 20 brauchten wir davon, ne? Ja, also wie gesagt, ihr könnt da mal einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gut findet, quasi mit der Musik hier im Hintergrund. Weiß mal was anderes. Und, kann man auch ein bisschen so die Musik dann quasi mit zuhören, wenn ich mal nicht so viel rede. Also, ja, warte, dann machen wir es so. Na du. So. Packen das mal kurz alles raus. Das hier kommt in. Ach shit. Brauchen noch ein bisschen Platz. Ich suche gerade die Herstellungskomponenten. Da. So, weil die Musik ist auch GEMA-frei quasi. So. Also, was macht dieses Teil? Ja? Das ist so gesehen für den Multiplayer eine Kapsel. Ja? Das heißt, wenn jetzt mehrere Leute mit drauf spielen quasi und die haben Sachen im Inventar, zum Beispiel hier Eisen oder wie auch immer, ja, Waffen, können sie einfach hier reingehen. Das geht übrigens mit T. Gehen sie einfach rein und dann erstens die Energie wird aufgeladen und das Oxygen dürfte nicht weggehen. Keine Oxygen.
Oh. Okay, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen wieder kein Oxygen? Wir sind doch... Oh. Ja. Okay, ich hab's gesehen. Das ist der Felder. Werkzeug. Ja, komm, mach mal einfach das mal kurz weg. Ich hab ein bisschen gefailt. Eigentlich wollte ich diese Sachen bauen. So. Passiert. Ja, das Teil ist sogar relativ schnell aufgebaut. So, und das Teil befüllt sich quasi jetzt auch mit Sauerstoff. Wir gehen einfach mal rein und da links ist jetzt oben eigentlich Oxygen stehen. Ja, unser Oxygen füllt sich aber auf. Und links sieht man's. Das ist eben halt so eine Safe. Quasi. Ja, für den Multiplayer, wenn andere Leute mit drauf spielen, muss man jetzt nicht mehr hoffen oder denken, ich speichere jetzt mal ab und ist gut. Nein. Wenn man jetzt einfach rausgeht, dann quasi sind die Sachen drin und soweit ich weiß. Ja. Ich habe das halt jetzt einfach mal gebaut. Sieht relativ witzig aus. Ah, da oben ist eine Anzeige. Ah, nee, dann nicht. Okay, ich dachte, hier ist eine Anzeige, wie viel Oxygen da drin ist. Das ist auf jeden Fall dieses Teil. Wir gucken uns mal kurz mal an, was es hier hat. Nur gar nichts. Okay. Gut, das war quasi dieses Update. Ja. Aber wir werden jetzt gleich hier weiter bauen, weil ich ja das quasi nur in den Let's Play reinnehmen wollte, weil es ein relativ kurzes Video dann gewesen wäre. Und warum denn nicht kurz mal ein Let's Play? Das heißt, die Leute, die jetzt das Let's Play weiter gucken wollen, also ehrlich gesagt, die Let's Plays sind, die können jetzt das Let's Play gucken. So, in der letzten Folge waren wir hier stehen geblieben. Ja, ich finde es jetzt irgendwie witzig, dass sich das hier alles so bewegt, dein Körper. Auf jeden Fall cool. So. Ich bin gerade am Überlegen. Überlegen. Ah, ja. So, warte mal, mir fällt gerade auf, mir fehlt noch ein Block. Den hatte ich ja weggenommen quasi. Wir lassen das einfach so, passt schon. Also. Hier vorne kommt das Glas hin. Ja, hier vorne kommt das Glas hin quasi. Das heißt, ab hier werde ich dann hochbauen und dann zubauen. Ne? Ja. Werde ich so machen sogar. Das heißt, wir fangen einfach mal an. Hallo? 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 Muss ich jetzt... Okay, verstehe ich nicht. Weiß ich nicht, was jetzt gerade los war. Und das hier werden wir hier noch nicht machen. Wir werden das, denke ich mal, hier anfangen. Hier. So, ich werde es hier mal machen. Wie hoch müssen wir denn quasi? Das ist jetzt eins hoch. Und ein Block ist so hoch wie wir. Quasi. Das heißt, wir werden daraus... Ja, zwei Blöcke machen. Zwei Block hoch. Bin ich sicher. Weil ich will das auch nicht so allzu groß machen. So, jetzt interessiert mich ja nochmal. Außenansicht. Ich kann hier nicht bauen mehr. Ich kann eine Außenansicht nicht mehr bauen. Ist, glaube ich, ein neuer Bug oder so. Funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Also müssen wir jetzt in der Ego-Ansicht erstmal weiterbauen. Gut, ist jetzt nicht so schlimm, aber lol. Auf jeden Fall. So. Ja, ich freue mich auch schon, wie gesagt, auf das Update dann quasi mit dem Planeten. Wollte ich einfach nochmal so einen Raum werfen quasi. Weil ich freue mich echt drauf, ja. Endlich mal so Erkundungstouren machen und so alles. Ich habe mir das wird relativ witzig, oder? Da kommen, ja, hier machen wir einen auf dich. So. Damit es hier so angepasst ist quasi. Achso, ja, stimmt. Habe ich ja das hier gemacht. Einen auf den. So. Dann du und dann du, so.
War das jetzt richtig? Das sieht so komisch aus irgendwie. Ja, da kommt dann noch quasi das hier hin. Ich muss mal kurz gucken, ob das wirklich so überhaupt geht. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Wenn man ehrlich ist, ne? Mal, wir machen es mal weg hier. So. Und bauen dich dafür hin. So. Also kann man es, glaube ich, schon eher nehmen. Machen wir es auf der anderen Seite auch gleich mal, bevor ich das vergesse. So. Dann so. Ne? Und dann quasi kommt das dann da rein. Ist das schon richtig? Ne. So. Und dann kommt ja quasi das hier so. Dort, schauen wir gleich. Ja, ist ein bisschen jetzt ein bisschen doof, dass man so bauen muss quasi irgendwie. Na, so ist jetzt nicht allzu schlimm, aber es nervt schon ein bisschen irgendwie. Weil man hat doch mehr Übersicht, wenn man in der Außenansicht ist quasi. So. Das machen wir so hier. Das heißt, wir machen es so zwei hoch. Jetzt quasi kommt eine Decke. Das heißt, gehen dann so quasi. So. Und das hier werde ich dann noch so anschließend machen. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob man die Spielsounds hört durch die Musik, weil bei mir ist es extrem laut. Ich weiß nicht wieso. Ich habe so leise wie möglich eingestellt, aber wenn ich das dann zu leise einstelle, dann hört man es gar nicht mehr. Von daher, mal gucken, wie es ist. Hm? Das sieht irgendwie doof aus. Wenn ich das auf der anderen Seite mache. So, nee. Ich glaube, das lasse ich dann doch schon eher so. Hat vielleicht mal einen anderen Effekt quasi. Jetzt kommt das hier. So. Und du dann da wieder so. So. Das war einfach mal so. Das hätten wir soweit. Ich überlege immer noch gerade, ob wir es jetzt so wirklich so lassen. Ich will das hier ein bisschen so rund haben. Von daher. Können wir dann überlegen. Weil wir haben ja hier quasi eine Mitte. Das ist ja hier. Das müsste hier die Mitte sein. Ja. Das heißt, wenn das die Mitte ist, guck mal. Ja, für die ganze Zeit mal überlegen, wie ich das jetzt weiter baue. Das soll auch auf jeden Fall passen. Bin dann überlegen, ob ich. Wie hoch sind wir jetzt? Zwei. Und wenn ich jetzt so Viereckchen klatsche, das kommt, glaube ich, nicht gut. Aber wir machen es einfach mal. Mich interessiert's. Das Bauen ist jetzt irgendwie besser, wenn ich in der Ego-Investition bin. So. Dann nimmt es jetzt alles besser an irgendwie. Nicht so, als wenn wir jetzt nicht in der Ego-Investition. So. So quasi. Und das ist alles angepasst. Wie viele haben wir denn noch? Also. Okay, so zwei, drei Blöcke haben wir noch. Das heißt, ab jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen hoch. Das können wir hier mit so machen. So. Das ist gleich direkt auf der anderen Seite genauso. Und ich werde es dann natürlich wieder offline schweißen, wie immer. Da ich ja wieder jetzt alleine hier bin, quasi, welches. Offline-mäßig machen.
So. Genau, und jetzt werde ich das quasi durchziehen. Haben. Hier ist quasi jetzt die Mitte. Das, was ich davon meinte. Ich guck mal kurz, müssen wir von weiter weg. Würde das überhaupt gehen? Kann man das so nehmen? Ich weiß es relativ gar nicht. Und hier wollte ich eigentlich so Glas machen oder so. Bin gerade nicht sicher, was ich hier hinbaue. Oder ich mache einen auf den hier und baue hier Blöcke hin. Hat vielleicht einen anderen Effekt und sieht vielleicht mal ein bisschen anders aus, quasi. Bin mir aber nicht sicher. Mal machen das hier mal auch mal anders an. So. So. Quasi hoch, andersrum drehen. So. So. Vielleicht mal so ein bisschen so einen kleinen anderen Stil. Ja. Wie gesagt, eigentlich will ich hier mal so ein. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Ob ich jetzt hier so quasi durchziehe. Ich kann es einfach mal kurz einmal machen. So quasi, ja. Das heißt, das Glas wird dann hier so rumgeführt und dann ist ja auch im Glas so ein Loch quasi. Ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt. Aber wir können es ja einfach mal probieren, glaube ich. Weil dann würde ich dann quasi hier in der Inneren das so ausbauen. Dass es auch ein bisschen mehr Stabilität hat quasi, ja. So. Aber eigentlich müsste ich ja das Cockpit wirklich mehr ausbauen, dass es mehr geschützt ist quasi. So. Wo ist denn das hin? Achso, da habe ich es ja schon. So, so. Ich verstehe. So. Dann kann ich das hier nämlich quasi auch nochmal wegmachen. So. Und baue das dafür hin. So. Sie sieht so ein bisschen mehr eingeteilt aus, glaube ich. Aber wir sind doch schon am Ende unserer Folge. Weil ich hatte gesagt, eigentlich will ich ja nur noch 15 Minuten Folgen machen. Weil wegen Zeit und so alles zur Zeit ist ein bisschen doof. Aber kann einfach mal in die Kommentare zum Beispiel ausschreiben, ob es so für euch in Ordnung ist. So. Es würde quasi dann so aussehen. Ne? Vielleicht mache ich das da auch nochmal so schräg runter. Würde sogar vielleicht eventuell besser aussehen. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.